Hallo? Marty! Bist du wach? Gut. Doc, Emmett, wo bist du? Ich bin auf der Expo. Ich bin früh raus, um Pa nicht zu begegnen. Hätte er gewusst, dass ich auf dem Weg war, mich mit einer Demonstration zum Gespött zu machen, wäre er an die Decke gegangen. Also bleib, wo du bist. Ich bin auf dem Weg. Super, aber zuerst musst du eine wichtige Mission erfüllen. Auf dem Tisch neben meinem Rechtsbüchern ist ein Gerät an der Wand eingestöpselt. Ich glaube, ich sehe es. Leuchtet es? Ja, ist das gut? Das ist fantastisch. Das Leuchten bedeutet, dass mein statischer Akkumulator aufgeladen und bereit zum Einsatz ist. Bring ihn mit zur Highschool und wir... Verdammt! Was? Edna ist da. Aber... Okay, Emmett. Statischer Akkumulator ist auf dem Weg. Hey Doc, Vorsicht! Sie hätten mich beinahe überfahren. Tut mir leid, Martin. Dieses Fahrzeug ist manchmal schwierig zu steuern. Ja. Hey, alles in Ordnung? Nach dem Streit wegen Emmett gestern Abend... Alles okay. Danke der Nachfrage. Also, was ist mit den Zeitleitungen? Immer noch defekt. Ich habe ein paar Ideen, aber heute habe ich andere Probleme. Mein Schicksal ist also, dass ich das für die Expo baue? So ist es. Das ist ein statischer Akkumulator. Emmett hat die ganze Nacht daran gebaut. Scheinbar musste er Frankenstein dann doch nicht mehr ansehen. Er brauchte nur einen kleinen Schubser und ein paar Blitze. Faszinierend. Mir wurde gestern Abend auch etwas klar. Doc? Ich habe verstanden, dass nicht Edna mein Leben ruiniert hat. Doc? Es war die Wissenschaft. Sie dürfen die Wissenschaft nicht aufgeben, Sie lieben sie. Korrektur. Mein jüngeres Ich liebt die Wissenschaft. Aber wenn Emmett bei der Expo seine Erfindung nicht vorstellt, wird sein Traum, ein Wissenschaftler zu werden, so weit verblassen, dass Edna wieder in sein Leben treten und ihn auf einen neuen Pfad führen kann. Einen neuen Pfad? Welchen neuen Pfad? Keine Ahnung. Architekt, Mechaniker, Präparator. Vielleicht werde ich auch der Anwalt, den sich mein Vater immer gewünscht hat. Solange Emmett die Wissenschaft meidet, werden Edna und ich zusammen glücklich sein. Selbst wenn Sie Emmett Chancen bei der Expo torpedieren, wird er die Wissenschaft jetzt nicht aufgeben. Er ist zu versessen. Du kennst mich nicht so gut, wie ich mich selbst kenne. Nachdem er bei der Expo versagt hat, brauchte er Geborgenheit. Und Edna hat bereits einen romantischen Ausflug zum See arrangiert. Ich bitte Sie, Doc, Sie haben sich das nicht gut überlegt. Hab ich nicht. Wir beide werden es wohl rausfinden müssen. Eins ist sicher. Emmett Browns Leben wird sehr viel einfacher sein ohne eine Zeitmaschine. Nein! Was zum Geier? Wo ist der hin? Oh, bitte! Komm her, du kleines statisches Dings. Ich komme nicht ran. Hab dich! The future is coming today. There's a shiny new tomorrow on the way. A day of invention is at hand. It's a mystic, futuristic wonderland. Just
just around the bend, my friend. You'll see a dream or two. If you care to dream and dare to dream, your dreams can all come true. There's a world of wondrous wonder on display, because the future is coming today. Nicht schlecht, was? Gar nicht schlecht, aber ich dachte, du hast sie gefeuert. Ich habe einen Ausweg gefunden. Was für einen Ausweg? Einfach einen Ausweg. Hey, du bist nicht der Einzige, der Geheimnisse haben darf. Ist ja schon gut, schon gut. Sag mal, wolltest du nicht das Dingsbums zu Emmett Browns Stand bringen? Hä? Oh, ja, das stimmt. Algenkuchen schmecken so gut, dass man denkt, sie wären ungesund. Für Zutritt Eintrittskarte einführen. Und da ist er schon, wie aufs Stichwort. Zweifellos will er es Ihnen ausreden, Detective. Aber Sie müssen jetzt standhaft bleiben. Hallo, Corleone. Was macht sie denn hier? Naja, Miss Strickland scheint zu glauben... Tritt beiseite und lass den Officer seine Pflicht erfüllen. Los! Moment mal, das da oben ist doch Emmets Levitator. Nicht so bescheiden. Mindestens die Hälfte der Anerkennung gebührt doch dir. Du hast Emmett doch dazu gebracht, mich zu verlassen. Und du hast ihn dazu bewegt, mein Projekt aufzugeben. Zugunsten dieser... Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Der elektrokinetische Levitator war Emmets Idee. Ich habe nur geholfen. Was dagegen? Ich glaube, du weißt genau, was ich dagegen habe. Emmets Erfindung funktioniert doch nicht, oder? Jedenfalls nicht so, wie der arme Emmett sich das vorstellt. Woher weißt du das? Ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit Carl Sagan. Ich habe herausgefunden, wer Michael Corleone wirklich ist und woher er kommt. Möchtest du mir vielleicht was sagen, Michael? Warum nennen Sie ihn nicht bei seinem echten Namen? Jakob Smirnov. Vielen Dank, Doc. Ein Anarchist. Ein Fremder, der Chaos und Zerstörung auf der Hill Valley Expo verbreiten will. Danny, du glaubst diesen Schwachsinn doch nicht etwa, oder? Tut mir leid, Jakob, aber ich habe wirklich keine Wahl. Sehr gut. Und nun? Verhaften Sie diesen Umstürzler! Komm mal her. Hör mal her. Ich glaube ja, dass die Dame eine Schraube locker hat, aber die Leute in der Stadt glauben ihr seit dieser Sache mit Kitten. Aber Emmett muss seinen elektrokinetischen Levitator vorführen. Seine gesamte Zukunft hängt davon ab. Und meine Zukunft hängt davon ab, dass er es nicht tut. Der Chief liest ihre Kolumne immer mit Inbrunst und, naja, wenn ich nicht tue, was sie sagt, ruft sie eine Kampagne ins Leben, unsaubere Beamte aus dem Dienst zu entlassen. Kann ich denn gar nichts tun? Nicht, solange du keinen handfesten Beweis hast, dass Edna gegen ein Gesetz verstoßen hat. Und? Ich finde schon was. Mach das. In der Zwischenzeit sollten du und Emmett lieber... Wo ist Emmett eigentlich? Du hast ihn nicht gesehen? Emmett? Hat dieser Fremde etwas mit meinem Emmett gemacht? Vielleicht sollten Sie ihn suchen. Sie lassen ihn gehen? Diesen radikalen Umstürzler? Einfach so? Okay, ich muss also Emmett finden und irgendwas wegen Edna unternehmen. Hi, Trixie. Werd ich immer noch Techne, Junge. Richtig. Gratulation, dass du deinen alten Job wieder zurück hast. Danke. Am Ende siegt immer die Gerechtigkeit, nicht wahr? Also, was kann ich für dich tun? Tja, welche Ausstellung sind zu empfehlen? Die beliebtesten Ausstellungen sind das Glashaus, die Möbel der Zukunft und natürlich die Erleuchtung auf dem Meeresgrund. Weißt du, wer sich unter dem Tauchhelm verbirgt? Jacques Dutot persönlich.
Natürlich brauchst du Eintrittskarten, um die Hauptattraktionen zu sehen. Wie viel kosten die Eintrittskarten? Ach, steck dein Geld wieder weg. Hier, du gehörst ja jetzt irgendwie zur Familie, richtig? Danke. Hast du Emmett irgendwo gesehen? Emmett Brown? Ich mache mir Sorgen, weil er nicht an seinem Stand ist. Lass mich nachdenken. Ja, er ist vor einiger Zeit da lang gegangen. Er hat sich angeregt mit einem anderen Mann unterhalten. Einem älteren Herrn, der ihm sehr ähnlich sah? Ja, sein Onkel oder so? Oder so. Weißt du, bei Emmets Demonstration gibt's ein kleines Problem. Oder auch zwei. Kannst du seinen Auftritt verschieben? Jemand anderen vorziehen? Tut mir leid. Ich habe den Plan nicht gemacht und kann ihn nicht ändern. Ich kann etwas langsamer machen. Aber wenn dein Freund nicht bald fertig ist, müssen wir ihn überspringen. Ich meine, seine Demonstration. Das darfst du nicht. Hey, es ist nur eine Demonstration. Es geht nicht um Leben und Tod. Für wann ist Emmets Auftritt eingeplant? Schauen wir mal. 8 Kilobit nach 50. Wir haben hier in Hill Valley die metrische Zeit. Edna Strickland versucht, Emmets Stand schließen zu lassen. Die Dame kann sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, oder? Kannst du eventuell etwas tun, um Emmets Stand wieder zu öffnen? Ach, ich wünschte, das könnte ich. Aber ich bin nur eine Muse. Wir können die Menschen nur inspirieren. Okay, du bist eine Muse. Kannst du mich mit einer Idee inspirieren? Ich versuche es. Und? Vielleicht wirkt es auch noch nicht sofort. Artie hat mir erzählt, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Hat er? Aber das sollte doch geheim bleiben. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Und er musste diese gute Story einfach erzählen. Ja? Ich würde sie aber gerne nochmal hören. Aus deiner Sicht. Ach, er hat dir gar nichts erzählt. Komm schon, Trixie. Ich muss einfach wissen, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Von mir erfährst du nichts. Ich sage nichts Unüberlegtes. Danke. Ich helfe doch gern. Die Erleuchtung erwartet. Sieht aus wie der Luftschlauch für die Tauchkugel. Das ist irgendeine Art Tiefseetauchding. Hier ist meine Eintrittskarte. Lassen Sie mich abtauchen. Danke, Monsieur. Ich hoffe, Sie werden die Reise zum Grund des Meeres aufschlussreich finden. Und? Heftig. Monsieur können mit Worten umgehen. Die Erleuchtung erwartet. Entschuldigen Sie, Mr. Duto, Jacques Duto, zu Ihren Diensten. Ich suche einen Freund von mir, Emmett Brown. Großer junger Mann, rotbraunes Haar. Abwesender Blick? Das ist er. Wissen Sie, wo er ist? Er ist gerade mit einem älteren Gentleman vorbeigekommen. Ich glaube, Sie sind ins Glashaus gegangen. Super, danke. Ich glaube, das soll eine Uhr sein. Willkommen in der Telefonzelle der Zukunft. Aus Atlasglas gefertigt. Atlas, unzerstörbar und schalldicht. Unser Telefon kann freihändig benutzt werden, sodass Sie, während Sie in absoluter Privatsphäre mit Ihren Freunden sprechen, essen oder rauchen können. Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe.
Sind Sie bereit für das Bildradio? Ob das wohl sowas wie MTV ist? Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Wanze? Nein, eine Pflanze. Aber in ihr ist ein Drahttongerät versteckt, verstehst du? Wenn wir eine davon in Tennants Bar gestellt hätten und er der Typ ist, der mit Pflanzen redet, hätten wir ihn sehr viel früher hochgehen lassen können. Oh, hallo, Smirnoff. Der Elektrofernbetäuber. Faszinierend, nicht wahr? Sie sagen, eines Tages können wir fliehende Kriminelle aus der Ferne betäuben. Das funktioniert? Nein, ist nur ein Modell. Lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe meine Arbeit machen. In einer Minute, ich bin noch nicht fertig. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Ein komplettes Home Entertainment Center. Und was ist mit der ColecoVision? Diese Pflanze gehört nicht hierher. Die hat nichts Futuristisches. Im Haus der Zukunft werden Obstkörbe täglich durch Helikopter mit frischen Früchten aufgefüllt. Das ist Wachs. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Hey! Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Oder sagen Sie auflegen, um Ihr Telefonhelm-Erlebnis zu beenden. Klondike 4253. Hill Valley Expo, wo die Zukunft schon heute beginnt. Hier ist Techne, die Muse des Fortschritts. Mit wem spreche ich? Hi, Trixie. Ich bin's, Michael. Oh, hi. Wie kann ich dir helfen? Ach, gar nicht. Ich habe nur dieses flotte Telefon ausprobiert. Okay, tschüss. Bis dann. Gespräch beendet. Meine Grüße, Sterbliche. Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, hoffe, dass Sie viel Spaß auf dieser Expo mit Ihren fantastischen Ausstellungsstücken haben. Und denken Sie daran, die Eintrittskarten für unsere Hauptattraktionen können Sie hier am Informationsstand erwerben. Sie wollen Spaß? Das Haus der Zukunft ist ausgestattet mit einem modernen Home Entertainment Set. Mensch, ärgere dich nicht und so. Hey, Emmett, komm da raus. Hör nicht auf ihn. Perfekt. Willkommen im Atlas Glashaus, der Zukunft des häuslichen Lebens. Okay, Emmett, verschwinden wir von hier. Emmett! Emmett, hör einfach nicht auf ihn, er ist verrückt! Ich bin mir noch nicht sicher wegen dieses Geschäftsangebotes, Mr. Sagan. Lassen Sie es mich noch einmal erklären. Atlas Glas. Unzerstörbar und schalldicht. Schalldichtes Glas. Großartig. Der Wohnraum ist so gestaltbar, dass er jedermanns Ansprüchen genügt. Sie brauchen ein Arbeitszimmer? Schieben Sie einfach die Wände herein. Oder wieder heraus, damit ein Bankettsaal entsteht.
Emmett, verschwinde hier und geh zu deinem Stand. Du wirst noch die Demonstration verpassen. Komm schon, Emmett, sieh nach oben. Irgendwas blockiert sie. Emmett? Wo haben Sie ihn jetzt hingebracht, Doc? Ich grüße alle Vordenker von... Was? Begrüßen wir nun den Mann, der die unerschöpflichen Möglichkeiten von wuchernden Algen erkannt hat. Willkommen, Ernest Philpott! Danke, Trix, Techne. Es ist eine große Ehre, Hallo, heute Leute. Hier sein zu dürfen, unter all diesen schlauen Köpfen. Wie die Dame bereits sagte, ich forsche auf dem Gebiet der Algen. Algen, meine Damen und Herren, sind geheimnisvoll und noch recht unerforscht. Nach ausführlichen Studien und unzähligen Experimenten glaube ich, die Geheimnisse... Entschuldigen Sie, Mister. Ich suche einen großen, dünnen, älteren Gentleman. Vielleicht in Begleitung eines großen, dünnen, jüngeren Gentleman. Ich weiß, wenn Sie meinen. Sie sind vor nicht mal einer Minute gegangen. Wenn Sie sich beeilen, wollen Sie sie vielleicht noch ein... Algen besitzen lebenswichtige Inhaltsstoffe von Vitamin A bis J. Setzen Sie Ihren Helm ab. Den lasse ich lieber auf. Die Inhaltsluft tut meine Nebenhöhle nicht gut. Ich weiß, dass Sie da drin sind, Doc. Doc? Ja, ich bin Doktor der Meeresbiologie. Aber ich verstehe nicht, was Sie... Hören Sie auf, Doc. Was haben Sie mit Emmett gemacht? Doc, Hilfe! Ich werde herangegriffen! Michael! Was machst du da? Du kannst doch keinen Aussteller angreifen.
Du verstehst nicht, er hat Emmett gekidnappt. Der Junge ist offensichtlich verwirrt. Das glaube ich auch. Soll ich ihn an seinem Ohr nach draußen schleifen? Das wird nicht nötig sein. Weißt du, wer das ist? Das ist Jacques Dutoux vom Meeresinstitut. Nein, ist es nicht. Das Bitte, ist... Bitte, sei doch ruhig. Die Expo hat es sich einiges an Mühe und Geld kosten lassen, Professor Dutoux herzuholen. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verärgern. Aber... Wenn du eine Beschwerde gegen ihn hast, können wir das nach der Show klären. Aber wenn du noch einmal so eine Szene machst, muss ich dich leider aus der Halle verweisen. Professor Dutoux, hm? So Ihren Dienst an. Wo haben Sie Emmett versteckt? In der Tauchglocke? Es heißt Tauchkugel. Aha, also ist Emmett in der Tauchkugel. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Ich glaube, ich werde mir mal die Tauchkugel näher ansehen. Nicht ohne Eintrittskarte, Sir. Hey, will der Bursche etwa umsonst reinkommen? Nein. Aufpassen, ja? Schönes Gefühl, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu stehen. Unternehmen Sie eine Fahrt in der Tauchkugel. Ihre Tauchkugel. Ich würde Sie gerne einmal von innen sehen. Nicht ohne Eintrittskarte. Tut mir leid. Damit werden Sie aber nicht davonkommen. Wie man in meinem Land sagte. Que sera, sera. Danke, Ernest. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Statten Sie dem Stand einen Besuch ab und sichern Sie sich ein Stück Algenkuchen. Ich habe es getan und es war sehr interessant. Ich werde bald einen weiteren Höhepunkt unserer Expo präsentieren. Bis dann! Hier ist meine Eintrittskarte. Ich will einen Blick in die Tauchkugel werfen. Das geht nicht. Was soll das heißen? Ich habe eine Eintrittskarte. Sie müssen sie akzeptieren. Entschuldigung, es ist leider die falsche Eintrittskarte. Das ist nicht Ihr Ernst. Sie müssen meine Eintrittskarte annehmen und mich in die Tauchkugel lassen. So sind die Regeln. Reichen Sie Beschwerde ein, wenn Sie ein Problem haben. Sie müssen meine Eintrittskarte annehmen und mich in die Tauchkugel lassen. So sind die Regeln. Reichen Sie Beschwerde ein, wenn Sie ein Problem haben. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Nein. Was für schöne Blumen. Sie erinnern mich an die, die sie letzte Nacht in den Händen hielt. Was? Nichts, nichts. Hey, Artie. Was meinst du? Ganz schön was los, oder? Auf der Expo? Klar. Aber ich habe mich gefragt... Mit dieser Eintrittskarte komme ich in jede Ausstellung auf dieser Ebene, oder? Sicher. Das ist eine P-Eintrittskarte. Aber der Typ am Aquarium nimmt das nicht an. Da muss es sich um einen Fehler handeln. Komm, lass uns das klären. Professor Dutoux, dieser junge Mann hier behauptet, Sie haben seine Eintrittskarte nicht angenommen. Ganz und gar nicht. Ich nehme seine Eintrittskarte gerne an. Bitte, auf die Leiter. Ich hebe die Tauchkugel.
Mon Dieu! Was ist denn da los? Die Zahnräder, sie müssen sich verklemmt haben. Es tut mir leid, aber ich kann die Tauchkugel momentan nicht heben. Schade aber auch. Ja, ich kümmere mich um das Problem. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen... Ganz ruhig bleiben. Die Tauchkugel ist wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Ich warte. Der nächste Aussteller auf unserer Liste ist Officer Danny Parker von der Polizei von Hill Valley. Officer Parker wird einige faszinierende Hilfsmittel vorstellen, welche unseren uniformierten Jungs bald zur Verfügung stehen werden. Den kriminellen Elementen wird ab heute das Lachen vergehen. Officer Parker? Offenbar ist unser nächster Aussteller unvorhergesehen aufgehalten worden. Aber ich bin mir sicher, seine Präsentation wäre unvergleichlich lehrreich und faszinierend gewesen. Wir können ja trotzdem etwas Applaus spenden. Es könnte einige Zeit dauern, bis alles wieder repariert ist. Ich werde hierbleiben und warten.